Die waren sehr lange weg auch, oder? Ja. Er kam mit verstrummelten Haaren. Hallo Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video in Berlin zu Wer zeigt uns den besten Japrak-Döner? Der kriegt 1000 Euro, zwei Kandidaten am Start und wir haben heute auch, und da bin ich sehr stolz drauf, den guten Samra am Start und der ist mit mir in der Jury. Samra, magst du einmal zu uns kommen, bitte? Wie geht's, Bro? Alles gut, Mann. Und dir? Auch, alles super. Sehr geil, sehr geil. Ja, Mann, freut mich, dass ich heute hier am Start sein darf. Ich freue mich auch sehr, Mann. Du bist ja in Berlin, du bist kundig, du weißt, was abgeht. Auch voll. Und diesen Döner, ich wollte es eigentlich nicht sagen, jetzt sage ich es doch, du hast den schon mal gegessen. Ich hab den schon mal probiert. Ich mag halt übertrieben Kalbsfleisch. Ja. Manchmal auch Gemüse. Japrak ist mir neu, aber habe ich gefeiert, als ich hier war. Okay, also sagst du jetzt schon vorab, da ist ein Brett. Ja, es ist ein Brett, aber es ist kein Baumarkt. Okay. Ich will ihn nicht schlecht drehen oder so, um Gottes Willen. Bombendöner? Bombendöner. Aber ich bin halt so Kalbsfleisch. Ich mag halt dieser alte Berliner Ghetto-Döner, okay. Aber der ist schon, für Japrak ist der sehr, sehr krass. Also wenn du selber Döner essen gehst, Samra hat ja auch einen neuen Dönerladen, jetzt blenden wir mal ein eben, dann machst du auch lieber diese traditionellen Berliner Art. Voll, aber wenn ich Japrak essen würde, würde ich hier essen. Dann würdest du hier essen? Ja, 100%. Okay, also ein paar YouTuber waren auch schon da, unter anderem Big Baba, Sydney und die haben alle gesagt, bester Döner in Berlin. Also der, ja? Okay, dann lass mal essen, ich hab Hunger. Ja, Mann, lass essen gehen. Nee. Ach ja, nein, wir müssen ja noch die Jungs vor. Ich glaub, die Jungs vor. Scheiße! Ja, moin, Jungs. Ja. Grüß euch. Alles gut bei dir? Sehr sympathisch, Jungs. Ihr habt mit den beiden gerade schon geredet. Übelst heftige Jungs. Mann. Ja, Mann. Korrekte Berliner Jungs. Wir sind heute bei Girls Kebab. Holle hatte nach einem Döner gesucht, den er noch nicht probiert hat. Und da sollte Japrak sein. Und darum habe ich mich für den Döner entschieden. Ich bin überzeugt von dem Fleisch. Man merkt, es ist einfach sehr, sehr qualitatives Fleisch. Es ist auch 100% halal. Und ja, ich war ja schon öfters mit Freunden essen. Auch mit meiner Mutter gestern extra nochmal gekommen, um zu gucken, ob der Döner wirklich stimmt. Und ich bin guter Dinge heute. Genau, und du musst dir vorstellen, ne, wir sind jetzt gerade im Mariendorf und sein Lieblingsdöner ist in Wittenau. Also wir fahren gleich noch mal fast eine Stunde. Oh, Scheiße, du hast uns auf jeden Fall. Du hast uns Ja. Ich musste noch 2 Stunden herfahren. Eigentlich habt ihr mich. Wir haben uns gegenseitig. Ja, aus Wittenau. Aus Wittenau, ah, okay. Ja, also ich habe mich dafür entschieden, dass wir zum Bioglu-Döner gehen. Das ist einfach der beste Döner in meiner Nähe und ich gehe da einfach ständig hin und bis jetzt der beste Döner, bei dem ich war. Und die machen das Fleisch selbst, machen das Brot selbst. Der Besitzer ist so 80 Jahre alt, läuft immer umher und schaut, ob die alles gut machen. Es ist einfach so ein Familienbetrieb und einfach ein guter Döner. Oh, bin geil, ich gespannt. Ey, geil. Freue ich mich. Die Jungs können auf jeden Fall einen Taui gewinnen. 500 gehen. 500 gleich im Betäsch zurück. Gib mal die Hälfte, Alter. Ja, geil, freue ich mich. Geil, dann gehen wir rein jetzt. Ach, das ist so ein Verkaufstresen einfach. Ja, nur. Ja. Krass, hier ist auch immer Schlange eigentlich. Ja, ne? Gestern Abend um 22 Uhr, ich war mit meiner Mutter ja hier, war Schlange. Jetzt interessiert mich am meisten, wie isst du erstmal deinen Döner normalerweise? Normalerweise Soße, Kräuter, Knoblauch, Salat komplett mit Schafspulver, einen Schuss Zitrone. Oder wir fragen Dennis, was Dennis sagt, wie er uns empfehlen würde. Ich kenne dich ja, Holle, und ich bin derselben Meinung, nur Zwiebeln und Tomaten ist der Weg bei so einem Fleisch. Hier brauchst du nicht mal Soßen bei dem, das kann aber Risiko sein, ne? Wenn das Fleisch nicht performt, ich sag dir. Stimmt, als ich hier einmal essen war, habe ich auch nur Zwiebeln und Tomaten genommen. Ehrlich? Weil der Mitarbeiter hat mir das so empfohlen. Das ist das Beste eigentlich, Und das war schon nice. Okay, dann machen wir das ohne auch schon Soße. Mal. Ja, lass uns Risiko machen. Heftig, sind das zweimal die gleichen Spieße? Ja, zweimal das gleiche. Krass, ey, was habt ihr für dicke Oschis hier? Dürfen wir einmal nach hinten kommen auch? Geht das klar? Kommst du mit, Samuel, oder lass uns mal von nah den Spieß angucken. Aber war ein bisschen kross gebraten gerade, so sah mir das aus. Oh, ich wollte gerade sagen, wo kommen wir denn jetzt hier längs, ey? Oh, Brot machen die auch selber, Samuel, ne? Wow. Ich muss sagen, der Spieß sieht sexy aus. Man hat so Bock reinzubeißen. Oh, sieht heftig aus. Ja. Richtig schön kross. Der ist so kross gerade, dass der reiner Japrak-Spieß, ne? Das ist reiner Japrak, genau. Und ohne Zusatzstoff auch, ne? Ohne Zusatzstoff. Bist du Fan von mit Schafskäse, Digi? Oh, nicht so. Bei Gemüsedöner brauche ich das, aber bei Kalb oder sowas glaube ich nicht. Okay, Digi, dann nehmen wir dreimal nur Tomaten. Zwiebeln und Fleisch natürlich auch. Tomaten, Zwiebeln, Fleisch. Ich setze mich schon mal, Ja, wir setzen schon mal. Geil.
Was würdest du schätzen, wie viele Dönerläden gibt es in Deutschland? 50.000? 18.000 ungefähr. 18, okay, tatsächlich. Ich hab mich wieder. Aber auch, ja, hätte auch sein können. Ich wollte dich nochmal fragen, weil wir beide haben ja auch so eine Vergangenheit, ein bisschen, sag ich mal, müssen wir vielleicht piepsen, bei mir was saufen und bei dir waren es auch andere Dinge, die du konsumiert hast. Ich möchte den Leuten da draußen, auch den jungen Leuten, mal so eine Message mitgeben. Wie hast du so den Vergleich? Man ist ja damals im Rausch, du nimmst den ganzen Kram, aber was ist für dich wahres Glück und wie fühlt sich jetzt an im Vergleich zu früher, würdest du sagen? Guck mal, wahres Glück ist für mich, wenn du dir das nicht kaufen musst mit irgendwelchen Substanzen, weißt du, weil manchmal habe ich Druck genommen und habe mich so glücklich gefühlt, dann war ich am Ende des Tages vielleicht auch richtig down. Der klarste Kopf ist, glaube ich, der beste Kopf und das muss man auch den Leuten mitgeben, weil Drogen sind halt auch sehr angesagt, sogar angesagter als Döner, leider Gottes. Und was ich nur den Leuten empfehlen kann, ist, erst gar nicht in Versuchung kommen, irgendeine Droge zu nehmen. Ja. Weil sobald du einmal in diesem Teufelskreis drin bist, sehr schwer da rauszukommen. Viele schaffen den Absprung nicht. Ich bin jeden Tag dankbar und jeden Tag glücklich. Das ist auch für mich Glück. Mhm. Weißt du, jetzt Familie, mein Sohn, meine Eltern, meine Geschwister, meine Freunde sind auch alles Glück. Aber für mich ist auch natürlich Glück, mit etwas aufgehört zu haben, wo ich in dem Moment, wo ich es genommen habe, gedacht habe, ich komme da niemals raus. Ja. Das eine fand ich sehr geil, was du gesagt hast. Und wenn ich so einen Talk mit Leuten halte, mache ich auch oft bei Twitch über so Vergangenheit, sage ich auch immer eins. Es kann kein Glück sein, wenn du etwas brauchst, um deinen Zustand zu verändern, um glücklich zu sein. Und dieses genau Glück, das ist es. Dieses Glück, was du verspüren kannst, das sage ich auch immer wieder, also nüchterne Glücklichkeit, diese Glücklichkeit, high vom Leben zu sein, es kommt nichts daran, das ist das Heftigste. Nichts. Und als ich Druck genommen habe, wusste ich dann irgendwann, okay, ey, scheiße, eigentlich bin ich ja gar nicht glücklich, weil ich nehme ja irgendwelche Substanzen, um glücklich zu sein. Genau. Und dann war bei mir so, ey, jetzt muss ich raus, ich habe ein Problem. Ich glaube, um glücklich zu werden, muss man ein bisschen in sich reingehen und ein bisschen mal Sinn vom Leben, ein bisschen so dieses Gespür für Spaß und für Glück wieder haben. Und du bist die ganze Zeit auf Social Media, du siehst die ganze Zeit, Leute fahren fette Autos, Leute tragen krasse Klamotten und so. Und dann will man natürlich auch sowas haben. Aber meine Empfehlung ist, seid so wie ihr seid, guckt nicht auf andere und arbeitet nur an euch selber. Und wenn dieses Herz noch schlägt und hier so ein bisschen Gefühl drin ist, dann seid jeden Tag dankbar. Safe, man. Ganz schön gesagt, Habibi Holle. Geil, ey. Geil. Nehmt ihr Drogen? Nein? Ich würde sagen, du hin und wieder mal, ne? Ich habe früher leider Gottes Gras verkauft und meine Graskunden sahen immer aus wie du. Nee, also eigentlich nicht. Also kannst ruhig sagen. Ab und zu mal ein, wa? Manchmal habe ich auch Bock, irgendwas zu nehmen und so. Aber da musst du als Mensch stark sein oder irgendwie so einen Weg in deinem Kopf finden, wo du sagst, okay, scheiß drauf, mach ich nicht. Du hast ja auch Psychosen, hast du mir erzählt? Übertrieben, ja. Albtraum. Wie hast du das empfunden und so? Ich habe krasse Zwangshandlungen gehabt, Zwangsneurosen von der Ausführung und auch gedankliche Zwänge. Das hat mir mehr als zehn Jahre meines Lebens geraubt. Einfach weggestrichen, einfach weg vom Fenster. Ich war nur in meiner Welt, in meinen Gedanken und das kam von diesem scheiß Druck. Ich habe auch eine Vorschädigung davon, von diesen Zwängen, aber das hat das dann noch mal richtig gepusht und 10 Jahre weg, einfach weggeblasen. Ich konnte nicht fühlen, alle Gefühle, alles war gedrosselt. Ich konnte nur 30% meiner Gehirnleistung abrufen, nur 30% meiner Gefühle. Keine schöne Zeit gehabt in der Zeit, alles Katastrophe gewesen. Egal, Alter, umso besser ist jetzt die Zeit. Holle, wie ihr wisst, erfolgreicher YouTuber. Ich hoffe, ihr werdet auch erfolgreich hier uns. Ja, scheiße, zum Glück sind wir aus diesem Sumpf raus. Gott sei Dank, aus der Scheiße, Alter. Gott sei Dank, ich will da auch nie wieder hin. Essen kommt jetzt. Okay, geil. Boah, Traum. Sehr lecker aus. Lass es dir schmecken. Danke. Also von der Optik ein Bombending, ne? Also sieht stark wirklich aus, da an dem Brett. Sehr, sehr stark. Habt ihr Big Döner oder normal geholt? Ich glaube, das ist normal, oder? Normal, ja. Das ist normal. Sieht aber sehr, sehr gut aus. Also wundere dich nicht. Guten Bruder, sagt ja, gut, ich werde gleich ein bisschen meine Gedanken gehen. Du kennst ja meine Videos, ne? Krankes Fleisch, die Würzung, ey. Jetzt verstehe ich auch, warum er sagt, ohne Soße, Bruder, sehr stark. Muss. Also das erste Würzbau, das Fleisch kommt trotzdem durch. Du hast das Fleisch viel raus. Kommt ein bisschen hinterher, aber es kommt. Ich habe noch nie so einen Japlak-Döner gegessen. Bruder, ich weiß nicht, wie du ihn überzeugst. Also ich weiß nicht, mit was du ankommen willst. Mhm. Was ist deine Meinung? Ist das der richtige Dönerladen? Ja, muss das schlecht reden. Sag mal ehrlich, ist nicht so dein Ding, sagst du? Das ist schon nicht schlecht. Ja? Aber wenn du was, könntest du was verbessern? Könntest du was irgendwie aussetzen daran? Oder? Ich finde, es ist sogar vielleicht ein bisschen zu fettig. Ja? Ja? Ja. Ich finde, dafür, dass keine Soße auf dem Döner habe, du brauchst keine Soße. Hier spielt das Fleisch eine große Rolle. Wenn du so kriegst, dann kommt auch das. Ja, guck mal hier. Guck mal. Ja, ja. Das hat so eine Power. Das hat so eine Power.
Ich kann es direkt mit Ansage sagen, lange nicht mehr so einen guten Döner, der nicht self-made war, aber wir haben super Qualität, keine Zusatzstoffe. Lange nicht mehr so einen guten Döner aus einem normalen Laden gegessen, ja. Also jetzt auf die Japan-Döner-Schiene, ne? Also in ganz Deutschland würdest du sagen, es ist einer der besten Japan-Döner, die du jetzt hast? Soweit werde ich mich erstmal noch nicht aus dem Fenster legen, weil ganz genau ins Detail gehe ich später bei der Bewertung noch. Aber ist schon ein krasses Ding, ist wirklich ein krasses Ding, ja. Also für alle da draußen, Goldskeber, sehr heftig gerade. Ich finde das Fleisch sehr krass. Mhm. Und auch Tomaten, Zwiebeln reichen. Ich glaube, Soße, mehr Salat und so wird den ganzen Döner kaputt machen. Lenk nicht vom Fleisch ab. Du hast Fokus aufs Fleisch. Du hast so eine leichte Süße, du hast Power. Du hast Fleischgeschmack trotzdem. Die reißen ordentlich ab. Ich bin gespannt, was Wittenau kann. Ohne Spaß. Ja, der ist auch ziemlich neu. Also in Wittenau gibt's eigentlich nicht so viel, aber... Und self-made auch, meinst du, ne? Ja, ja, komplett. Das können wir noch mal raushauen. Weil frisch hat auch noch mal Vorsprung vor gefroren. Voll. Und wir haben auch keinen Kamerabonus gemacht, also nicht übertrieben dick, so wie sie immer machen. Die haben anscheinend auch am Brot gearbeitet, weil die anderen Jungs hatten immer gesagt, okay, Brot, kleiner Nachteil. Ich habe mir die Videos auch angeguckt. Hier, das Brot punktet. Also ich finde das Brot super. Ich hatte gestern auch anderes Brot gestern Abend noch. Kann sein, weil ich später da war, aber jetzt auf jeden Fall anderes Brot. Sieht doch besser aus. Ja? Weißt du, was an dem Brot war? Da musst du nicht die ganze Zeit drauf rumkommen. Hier. Das ist gut, ganz entspannt. Ja. Taut die von selbst. Ich muss mir da noch mal reinflaschen. Unten auch schon fettig, ne? Mhm. Das Fett läuft runter, Leute, ihr habt einen super Königsbiss. Was ist der beste Döner, den du je gegessen hast? Die Sarjok-Straße ist gut und ich finde mein neuer Laden ist auch geil. Ja, der ist ja auch nach deinen Vorstellungen gemacht. Ja, voll. Mhm. War ich übrigens auch schon, hab ein Video gemacht, könnt ihr euch gerne angucken. Was soll dein Urteil nach dem Er hat auch aufgegessen, Bruder. Er sagt mir. Ja, ist ja respektlos. Nicht er sagt gleich, schmeckt nicht. Nein, meiner 100% besser. Gespannt, bin gespannt. Aber wer der noch rasiert? Bruder, ich war vor 10 Jahren das letzte Mal in Wittenau. Ich weiß nicht mal, dass da überhaupt ein Döner reingeht. Ich bin gespannt. Das ist so ein Kiez. Man geht als Berliner kaum auf deine Hotel. Ja, Bruder, ich bin hier in Lichterfelde immer gefangen. Bist du auch immer noch, obwohl du jetzt, sag ich mal, berühmt bist, viel Geld verdient hast, immer noch hier am Stand immer, ja? Ja, voll, voll. Ich gehe manchmal natürlich einkaufen und so. Bruder, ein bisschen spazieren und so, aber es ist halt ich bin nicht der Typ, der so in so Nobel-Restaurants sitzt und so. Und ja, und hier ist die Welt so schön. Gar nicht. Ich mag halt diese Oldschool-Vibes. Ich bin voll satt, Alter. Ich auch. Ich brauche eine Kippe. Brauchst du jetzt? Okay, und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt zu Laden Nummer 2, zu dir, Di. Und ich hoffe, du wirst doch nochmal richtig abreißen. Er hat den Döner selber zerlegt. Er hat den Döner weggeatmet, Bruder. Er hat schon 2. bestellt, haben wir jetzt nicht eingeblendet. Also wir haben hier, Leute, ein Tausi. 200er sind immer gut. 200er schmecken, ja. Ja, ja. Schmeckt, ja? So sehr. Ich hatte eben noch einer angerufen, hier also aus dem Laden. Dieser Laden ist der heftigste überhaupt, fast so gut wie Pferd. Also es gibt nur ein besseres, das Pferd, sagt er. Krass, ich kenne diesen Pferd nicht, aber ich sehe ganz viele Videos immer. Ich muss da auf jeden Fall einmal hin. Für euch noch da draußen, also ich will das Format pushen. Ich möchte, dass das richtig durchzieht, das Video. Ab 15.000 Likes werde ich 300 € Gutscheine noch mal in den Kommentaren verlosen. Ihr könnt irgendwas schreiben in den Kommentaren und wir suchen 3 Stück aus. Das noch eben. Ja, Mann, dann lass uns direkt snacken, würde ich sagen. Ja, du bist der Mann der Stunde. Du zeigst uns jetzt direkt mal. Zeig uns direkt mal den Opa. Döner. Moin, ihr Lieben, grüßt euch. Bist du Usta? Ja. Ah, du bist der Usta. Kannst du sagen zum Spieß irgendwas? Oder? Das Rindspieß. Und die alle ist Scheibe. Ja. Die machen die selber. Die meine Meister kommt die aus Istanbul und richtige Meister. Und macht jeden Tag das frisch. Und auch wie man sieht, die drehen per Hand. Es ist nicht mit einem Gewinde. Das ist irgendwo ein Qualitätsmerkmal. Das kannst du nur machen, wenn du schön Durchlauf hast. Du machst eine Seite schön kross und dann schneidest du. So, und dann hast du hinten halt noch Medium. Ja, das geht wirklich nur, wenn Kundschaft da ist. Oha, seht ihr, wie saftig das ist? Der wackelt, der zappelt, der Spieß. Kriegst du da Angst ein bisschen, wenn du das siehst jetzt? Ein bisschen. Ich habe aber schon vorher Respekt gehabt. Ja? Ich, natürlich. Oh. Immer den Gegner ernst nehmen. Du kennst das so, ja? Ne? Warum halte ich dir das Mikro hin? Ich hab ja bei dem Mikro. Okay, ich nehme mal so ab einmal. Ja.
Ja, ordentlich Power. Das wird enge Sache. Enge Sache wird das, ja. Wird knapp, sag ich ehrlich. Mit Soßen oder ohne Soße bei dir? Man, ohne Soße ist noch besser. Saftig und richtige türkische Döner. Wir nehmen dreimal, nehmen wir nur Tomate, Zwiebel und ein bisschen Zumak. Ja. Bisschen Zumak. Aber müsst ihr saftig machen, nicht? Ja. Ihr habt gesehen, ein, zwei Schichten alles sind klar. Noch ein bisschen trocken, weil keine Kunden da waren. Schneidet ihr einmal ab, macht den neuen nochmal richtig Feuer rein. Machen wir gleich. Okay. Kurs Abi. Die backen Brot selber, die machen Lachmanjun selber, die machen alles selber. Also ich dachte wirklich, sag ich dir ehrlich, Philipp, Feierabend bei ihm, als er den Döner gezeigt hat, aber das könnte nochmal richtig rasieren. Wir werden jetzt Schlag auf Schlag machen. Lass uns direkt Döner machen und snacken rein. Wir wollen gar nicht zu viel Zeit verlieren. Also wir werden jetzt gleich den Döner zubereiten. Ein, zwei Aufnahmen auch noch, die stecken gerade frisch den Spieß. Ich finde das immer sehr spannend. Zeigen wir auch noch ganz kurze Aufnahmen, dann seht ihr, wie der Döner gemacht wird und dann snacken wir direkt. Was würdest du machen, Rudi? Wir bewerten jetzt ja auch, ne? Mhm. Jetzt würde der Chef kommen, dich hinter uns stellen. Ich würde nichts sagen. Würde mich voll unangenehm ist so, ne? Sein, so irgendwie jemanden in die Pfanne zu holen. Ich mag's nicht. Was meinst du, wie viele das machen bei mir? Stellen sich daneben, schicken Frau, gehen hier hin. Auch für euch mal da draußen. Ich habe letztens erlebt, ich war weg vom Dreh und ich hatte bei dem mal nicht Chefwert, 7,5 oder so, war alles in Ordnung. Meine Kameramänner waren noch da, haben sie gesagt, ich steche die Rolle ab. Ach. Ja, ich schwör's dir. Die machen diese Filme, ja? Ja, danach haben sie zwar gesagt, ach, war nur Spaß so, ne? Aber er ist auf Ernst gemacht. So. Probieren wir? Ich probiere. Super frisch mit der Petersilie. Feier ich auch mit Petersilie? Probieren wir das gleich so. Also er hat schon ein Brett raus, das sind Welten von der Art vom Döner. Hier beißt du rein, Salz, Pfeffer, ganz leichtes Prickeln. Fleisch ganz anders, beim drüben ist Gewürzfäule, zwischendurch auch Fleisch. Sehr besonders, aber es ist eine ganz andere Art von Döner. Wie ist der erste Eindruck, Uli? Muss ich ehrlich sein? Ja, ganz ehrlich, 100% ehrlich. Ist gut, aber ist nicht vergleichbar mit den anderen. Lass du direkt, ja? Also auch krass, aber kann auch sein, weil ich jetzt satt bin und so, weißt du? Aber es sind wirklich zwei verschiedene Döner. Also das ist eine ganz andere Art von Döner. Komplett verschieden. Aber ich mag mit Petersilie, der andere hat keine Petersilie, oder? Gibt irgendwie so einen frischen rein. Es gibt einen guten frischen Kick. Hier wäre ein bisschen Soße wirklich angebracht noch, glaube ich. Ja. Ein bisschen Soße noch rein. Was hast du? Ich hätte auch gesagt, eine ganz leichte Kräutersoße oder so. Das hattest du bei einem anderen Döner-Test gesagt. Mhm. Hast du nochmal den Döner geboostet, einfach weil es dann nicht so ganz so trocken war vom Ding her. Aber trotzdem super Döner. Also ja. Schmeckt echt gut. Und lass uns das Ding aufessen und dann einfach zur Bewertung gehen. Mhm. Ja. Aber es ist trotzdem sehr lecker. Aber ein sehr lecker Döner. Sehr, sehr lecker. Seid ihr beide Freunde? Wir sind Freunde, aber, aber ihr habt wir kennen uns nicht. Ihr habt zusammen gerade eine Fahrt noch in der Bahn gehabt, ne? Und da waren erstaunlich da waren lange wir noch Freunde. Die waren sehr lange weg auch, oder? Ja. Er kam mit verstrummelten Haaren. Habt ihr Geld geteilt? Was da wohl abging? Teilt ihr Geld? Was da wohl abging? Ja, ja. Was ich denen eigentlich mitgeben wollte, ist, er tut mir so ein bisschen leid. Also was heißt, er tut mir leid? Aber vielleicht hätten die halbe gemacht. Halbe. Aber wenn, denkst du an seiner Stelle? Ich weiß, er hat mir vorgesagt, das Geld wird ihm sehr, sehr schmecken und ist auch wichtig für ihn. Ah, okay. Und ich glaube jetzt zum Beispiel auch für euch da draußen, wenn ihr jetzt jemanden seht, manche geben ja einen Hundi dem anderen und so, das kann nicht jeder. Das ist so viel Geld für jemanden, das hat nichts mit Geiz zu tun. Nein, meine. Nein, sowieso. Es ist einfach, ja, aber vielleicht hat er ja nochmal gute Arbeit geleistet. Korrekt, die sitzen uns im Nacken da hinten, der eine hat schon seine Wumme geladen, der hat schon in der Küche die Patronen hängen. Wir haben gar nicht mehr so viel geschnackt jetzt über den Döner. Wirklich krasse Qualität, aber dadurch, dass keine Soße drin war, ist es ein bisschen trocken gewesen. Ne? Ja, das stimmt. Kann man nicht anders sagen. Aber heftige Quali. Ne? Wenn du jetzt eine Bewertung vom ersten und vom zweiten Döner abgeben würdest, einfach spontan raushauen, was würdest du von 1 bis 10 mit Nachkommastelle, würdest du den Läden geben? Ich würde dem ersten Döner eine 9,3 geben. Den Döner würde ich eine 8,4 geben. Stark, ich werde nicht lang, werde jetzt um heißen Brei rumreden. Laden 1 würde ich eine 9,1 geben. Oha! Ja. Geisteskrank gut, wirklich. Also dieses Fleisch noch nie. Ein so gewürztes Fleisch gehabt, was trotzdem so krassen Fleischgeschmack hatte. Geisteskrank. Und hier hätte ich jetzt spontan eine 7,5 gegeben. Dementsprechend wärst du der Gewinner.
Oder du gibst dem Mann hinter die Kamera doppelt. Ich muss ablehnen. Nein, das war Spaß. Oder du gehst in Runde 2 um 3000 Euro. Muss ich ablehnen. Mann, er ist heiß auf den Taui, ja. Mann. Er würde für den Taui schießen. Ich nehme den Tausender. Freut mich. Dir auch. Danke fürs dabei sein, Mann. Holle, sehr korrekt von dir, Bruder. Wallah. Sehr korrekt von dir, dabei zu sein. Wir haben Taui auf den Montag gemacht. Das macht nicht mal der größte Verkäufer in Berlin. Hey, vielen, vielen Dank, Holle. Danke dir. War mir eine Ehre, dabei zu sein. Cool, Jungs. Habt ihr sehr gut gemacht. Danke dir. Und wenn du was brauchst, du weißt, wo du mich findest. Ebenso. Habibi. Für die beste Rap-Musik ab zu Habibi, Samra. Für den besten Foodblogger. Bleib gesund, Kuss. Bruder. Ja? Danke auch. Vielen, danke vielen auch. Dank. Alles Gute euch. Checkt alle Holle ab. Denkt an die 300 Euro in den Kommentaren. Bei 15.000 Likes. Kuss, Kuss an euch alle. Ciao. Und lasst den Daumen oben scheppern. Ciao. Kuss.